Digitales Bezahlen ist schon lange Alltag, ob mit Karte oder mit dem Smartphone. Trotz dieses Trends erfreut sich gerade in Deutschland das Bargeld nach wie vor hoher Beliebtheit. Bald könnte es dieses Zentralbankgeld auch in digitaler Form geben. Derzeit läuft auf europäischer Ebene das Gesetzgebungsverfahren für die Einführung eines digitalen Euros. Viele Bürger können sich darunter aber noch gar nichts vorstellen oder sehen das Bargeld in Gefahr. Habe ich davon schon mal was gehört? Also wenn dann nur so mal nebenbei, aber ich habe mich noch nicht so richtig damit beschäftigt, muss ich sagen. Geht es darum, Bargeld abzuschaffen irgendwie? Hat es damit was zu tun? Ist ja schon wie EC-Karte, oder? Mhm. Bitcoin? Ich weiß nicht. Dass ich alles mit meinem Handy bezahle, dass nichts mehr übers Bargeld geht. Ja, so in etwa. Die Deutsche Bundesbank ist um Aufklärung bemüht. Vorstandsmitglied Burkhard Balz bekräftigte bei einer Veranstaltung zum Thema im Rostocker Penta Hotel am 10. Januar, der digitale Euro soll nur eine Ergänzung zum Bargeld sein, es keineswegs ersetzen. Im Gegensatz zum Bargeld könnte er nicht nur an der Ladenkasse, sondern in nahezu allen Bezahlsituationen des Alltags eingesetzt werden, zum Beispiel auch bei Käufen im Internet. Wir sind in einem Projekt, wie übrigens 135 Zentralbanken weltweit, hin zum Schaffen eines solchen digitalen Euros. Wir sind jetzt in der sogenannten Vorbereitungsphase angelangt. Die hat am 1. November letzten Jahres begonnen. Und da werden wir uns um technische Fragestellungen vom Design her eben kümmern. Wir werden uns um die Spielregeln, Rahmenbedingungen kümmern. Und wir überlegen natürlich auch, wie man genau diesen digitalen Euro den Menschen näher bringen kann. Der Nutzer könnte den digitalen Euro auf dem Smartphone halten. Er müsste zum Beispiel über die Bank eine elektronische Geldbörse dafür einrichten, die sogenannte Wallet. Auch Zahlungen unter Freunden von Wallet zu Wallet sollen ermöglicht werden, sowohl online als auch offline. Mecklenburg-Vorpommerns Finanzminister Heiko Goye unterstützt das Projekt Digitaler Euro. Für ihn ist es eine Möglichkeit, unabhängiger von ausländischen Anbietern wie dem US-Bezahldienst PayPal oder Apple Pay zu werden. Die Souveränität Europas im Zahlungsverkehr müsse unbedingt gestärkt werden. Wir haben keine Firmen in Europa oder in Deutschland. Wir müssen dringend diese Abhängigkeiten reduzieren. Aus meiner Sicht zeigen die Entwicklungen der Vergangenheit, die Pandemie, Corona und aber auch die Energieentwicklung, wie gefährlich es ist, gerade für uns in Deutschland, wenn wir zu sehr vom Ausland abhängig sind. Deswegen befürworte ich auch die Innovation digitaler Euro. Für mich ganz wichtig, Schutz des Bargelds, Freiwilligkeit, kostenlose Alternative zum Bargeld, die ganz sicher ist. So muss der digitale Euro aussehen, so plant es aber die Bundesbank auch. Die digitale Zentralbankwährung soll kein programmierbares Geld sein. Es geht darum, zukunftsfähige und sichere Lösungen zu entwickeln, vor allem mit Blick auf den Schutz von Daten und Privatsphäre. Die Sicherheit ist im Grunde genommen das A und O des gesamten Projektes und auch zukünftig, wenn ein solcher digitaler Euro dann wirklich existiert. Es muss absolut sicher sein, ansonsten wird eine digitale Währungsversion nicht von den Menschen akzeptiert werden. Das Vertrauen, was jetzt der Euro hat, muss unter allen Umständen behalten werden. Und deswegen sind natürlich alle Fragen rund um die Sicherheit im Kern jetzt unserer Arbeiten bei diesem Projekt. Doch es gibt noch ein weiteres Risiko. Die Nutzer könnten einen großen Teil ihrer Girokonteneinlagen in ihr virtuelles Portemonnaie abziehen. Damit dann nicht zu viel Liquidität von den Banken und Sparkassen abfließt, werden derzeit Haltelimits diskutiert. Deswegen sind also Beträge zwischen 500 und 3000 Euro als maximale Haltebeträge momentan in der Diskussion. Nun gibt es aber natürlich Geschäftsvorfälle, die deutlich größer sind.
Stichwort zum Beispiel, wenn man einen gebrauchten Wagen kauft, dann muss ja es auch und soll es möglich sein, den dann zukünftig mit einem digitalen Euro zu bezahlen. Und ein Wasserfallsystem, was wir gerade überlegen, was aber noch nicht beschlossen ist, könnte dann eben von dem Konto, was dahinter steht, dann zusätzliche Euro in digitalen Euro als solches umwandeln, um dann auch einen Gesamtbetrag, einen höheren Gesamtbetrag damit bezahlen zu können. Der Weg zum digitalen Euro ist noch lang. Mit der Einführung rechnet Burkhard Balz nicht vor 2028/29. Noch wird schließlich über den Verordnungsvorschlag der Europäischen Kommission mit dem Rat der Europäischen Union und dem Europäischen Parlament verhandelt. Fest steht, für dieses Vorhaben braucht es einen langen Atem.